Wir haben heute reproduzierbare Probleme mit Microsoft Edge. Wenn ich Edge starte und in der Adressleiste etwas eingeben möchte, dann stürzt er reproduzierbar ab. Wir haben jetzt einen Workaround gefunden. Das Ganze hängt scheinbar zusammen mit der Suchmaschine, mit der ausgewählten, mit Bing. Wenn ich nämlich da bei den drei Punkten unter Einstellungen und dann Datenschutz, Suche und Dienste nach unten scrolle, dann sieht man hier die Adressleiste und Suche, und da ist in Adressleiste verwendete Suchmaschine Bing ausgewählt, standardmäßig. Wenn ich da irgendetwas anderes nehme, DuckDuckGo oder Google, die Seite wieder schließe und jetzt Edge erneut öffne, dann kann ich auch in der Adressleiste irgendetwas eingeben, weil er überprüft dann nicht mit Bing, sondern eben neu mit DuckDuckGo. Um zu zeigen, dass dies eben reproduzierbar ist, wechsle ich hier zurück über Einstellungen, dann Datenschutzsuche und Dienste, nach unten scrollen, Adressleiste und Suche, gehe zurück auf Bing, schließe die Seite wieder, schließe Edge, öffne ihn erneut und gebe da wieder in der Adressleiste etwas ein und er stürzt wieder ab.